Anni und Martin im Gespräch mit Roman, Menschenrechtsaktivist, Menschenrechtler aus der Schweiz, derzeit als Aktivist in Berlin. Anmelder, wenn ich das so sagen darf, der heutigen Kundgebung Merkel muss weg am Brandenburger Tor. Ja. Du hast dich darum bemüht, auch Bauern zu integrieren in deine Kundgebung. Genau. Weshalb? Also ich hab einfach das Gefühl, dass die Bauern auch ungefähr dieselben Probleme haben. Die haben überhaupt keinen Bezug zu Politiker und die demonstrieren schon seit ungefähr einer Woche in Berlin ohne Erfolg. Und aus diesem Grund habe ich eingeladen in einem Video persönlich Bauern, dass die gerne zur Siegersäule kommen können. Ich habe ja diese Demonstration angemeldet und sogar in dieser Anmeldung mit dabei die Traktoren. Die können sich gerne dazu kommen, dazu zu uns schließen. Und ab 19 Uhr bis 21 Uhr gibt es Kundgebung an der Siegersäule. Und da kann jeder gerne eigene Meinung sagen, was er sehr gerne Politikern mitteilen würde. Weil wenn wir nicht mal ein offenes Diskurs führen können, dann leben wir in keine Demokratie. Und ich denke, das haben mittlerweile Landwirte auch erfahren an eigenem Leib, dass es wirklich sehr schwierig ist, über ernste Themen reden. Deswegen lade ich die sehr gerne ein, alle zur Siegersäule. Kommt bitte, es kommen auch einige von Autokorso jetzt auch dazu. Und jeder ist willkommen, um in diesem offenen Diskurs teilzunehmen. Es gab jetzt heute Morgen auch Stimmen aus dem Bauernprotest, die dazu aufgerufen haben, nicht hierher zu kommen. Wie gehst du damit um? Wie reichst du denen die Hand, die nicht bereit sind, aus den Reihen des Bauernprotests hierher zu kommen? Also ich finde, das ist ein Problem, die generell bei uns in der Gesellschaft sehr stark geprägt ist. Und zwar, unsere Gesellschaft ist sowas von gespaltet. Und meine Erachtung, das ist gewollte Spaltung. Und ich lasse einfach die Tür offen für jede einzelne Person, die hier an der Siegersäule Kundgebung mitmachen will. Und da sind die Landwirte nicht ausgeschlossen. Ich weiß, dass die wirklich auch sehr stark diffamiert untereinander. Ich lasse einfach diese Tür offen und jeder Landwirt, der gerne dabei sein mag, kann das tun. Und wenn keiner kommt, ist es auch gut. Meine Tür bleibt offen. Anni und Martin im Gespräch mit dem Menschenrechtler und Menschenrechtsaktivist Roman aus der Schweiz, derzeit hier in Berlin, Anmelder der Kundgebung Merkel muss weg, insbesondere gleich noch von 19 bis 21 Uhr an der Siegessäule Straße, 17. Juni in Berlin, Tiergarten. Vielen Dank, Martin.